Hast du Angst, Papa? Papa, hast du Angst? Nein. 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 Ich habe keine Angst. Liebe Mama, Susanne Paul, Emilia Karl, Johanna, Joel, Joana und Marlin, lieber Manuel, Sarah, Milena, Jolene und die beiden Zwillinge, liebe Helga, lieber Leon, liebe Familie, liebe Freunde, liebe Gemeinde, ich habe meinem Vater einige Stunden vor seinem Tod diese Frage gestellt, ob er Angst hat. Ich wollte es wissen, ob sein Glaube sich bewährt, wenn es drauf ankommt. Und ich habe es gesehen. Mein Vater ist umgezogen. Er ist nicht gegangen, Filmer. Er ist umgezogen. Und sein Gehen war ein reiner Triumph. Er war ein Sieger. Als Sieger ist er gegangen. Er hat nicht verloren. Er hat gewonnen, weil er seinen Lauf vollendet hat. Und wie unser Vater gegangen ist, war ein einziger Beweis der Existenz von Jesus Christus. Wie hat er immer zu mir gesagt? Ich werde umziehen von einer Hundehütte in einen Königspalast. Und ich sag euch eins, der Einzige, der heute fröhlich ist, der Einzige, der heute lacht, das ist mein Vater. Er ist der Einzige, der lacht, weil er endlich das sehen darf, woran er felsenfest geglaubt hat, was er gewusst hat. Wir benutzen ja oft das Wort als Glaube in einer ganz schwachen Form. Wir glauben ans gute Wetter, ich glaube schon. Deshalb entschuldigt bitte, dass ich sage, mein Vater hoffte nicht, mein Vater glaubte nicht, er wusste es. Er wusste es, hundertprozentig. Deshalb weinen wir heute nicht um meinen Vater. Weinen wir nicht um meinen Vater, sondern weinen wir, weil er uns sehr fehlen wird. Aber meinem Vater geht's gut. Der spricht schon mit Mose über Edelstahl. Ob das nicht länger hält als Gold, aber man wird ihn überzeugen. Ihr Lieben, ich hatte die letzten Jahre, als es meinem Vater schlecht ging, immer sehr viel Angst vor diesem Tag, dass er geht. Ich habe mich immer so gefürchtet, an seinem Sterbebett zu sitzen. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass einfach irgendwann ein Anruf kommt und dass er nachts friedlich eingeschlafen ist. Und ich wusste ja, aber wir wissen, dass an dem Tag, wo wir selber erkennen, dass wir sterben müssen in kurzer Zeit, dann zieht der Mensch jede Maske aus. Jede Maske. Weil es sich nicht mehr lohnt, etwas zu spielen. Weil man weiß, man geht eh gleich. Und wahrscheinlich spürt man auch, dass man vor Gott stehen wird, wo keine Maske mehr gilt. Wie Menschen sterben, verrät so viel darüber, wie sie gelebt haben. Und ich hatte Angst vor diesem Tag, mich dort zu verabschieden. Und dann kam ich in dieses Zimmer 308, wo meine Familie bereits war. Und es gab keine Angst. Es war keine Verzweiflung. Versteht ihr? Keine Endgültigkeit. Keine Hoffnungslosigkeit. Natürlich waren da Tränen und Traurigkeit. Aber dennoch war alles voller Liebe, Friede. Und wenn ich meinen Vater ansah, sah ich eine ganz große Vorfreude. Und wenn ich je einen Zweifel an der Existenz von Jesus Christus hatte, wurde sie mir an diesem Tag genommen.
weil ich den Mensch sah, mein Vater sah, wie er ging. Zu jedem Enkel ging er hin und sagte, wir sehen uns im Himmel. Und er wusste, dass er stirbt. 2 Tage später, 1,5 Tage später war er tot. Und er nahm jeden Enkel in seinen Arm und sagte, wir sehen uns im Himmel. Ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir, dass du eines Tages mit Jesus stirbst. Bibel, Kamm, Geld, Schlüssel, Portemonnaie. Das sagte unser Vater immer, wenn er das Haus verließ. Ihr kennt das so im letzten Moment nochmal. Bibel, das ist seine Bibel. Bibel, Kamm, Geld, ich weiß gar nicht, ob er noch Bargeld hatte. Naja, Geld, Schlüssel und Portemonnaie. Jedes Mal, wenn er das Haus verließ. Lasst mich euch ein paar Dinge zu dieser Aufzählung sagen. Bibel, die kam als erstes. Der Inhalt seines Lebens, jeden Vers, den wir vorlasen, konnte er zu Ende zitieren. Er hatte keine Eltern, die an Gott glaubten. Und es war der 29. Juni 1958, als er mit 16 Jahren sein Leben Jesus gab. Ohne christliche Prägung, ohne alles. Ein Arbeitskollege lud ihn ein. Vorher hat er über Gott und Jesus gelacht und hat gesagt, das ist was für alte Menschen. Und dann hat er mit 16 Jahren damals beim Jans-Team in einem Gottesdienst Jesus erlebt und ist ihm begegnet. Und seitdem war er völlig verändert. Also lasst uns bitte nicht über den lieben Gott reden. Da ist keine Kraft. Heute reden die Menschen ja nicht mal mehr über Gott, sondern über das Universum. Das ist ja noch bequemer. Je allgemeiner du den Gott fasst, desto besser passt er in dein Leben. Aber es ist keine Kraft. Auf dem Zimmer 308 gab es kein Universum. Auf dem Zimmer 308 gab es nicht irgendeinen lieben Gott. Auf dem Zimmer 308 war Jesus Christus. Wenn er in die Gemeinde ging, ging er als erstes in die WC-Räume, wo der Spiegel ist. Und dann stand er vor dem Spiegel. Jeder Mann hat ihn dort schon mal gesehen, der in der Ekklesia lang ist. Und dann hat er sich gekämmt. Und einmal habe ich meinen Papa gefragt, Papa, was machst du da? Das sieht doch genauso aus wie vorher. Seine Antwort war, Junge, die Konkurrenz ist groß. Als Johanna die letzten Monate drüben war, oft bei meinen Eltern, dann war einer seiner ersten Bitten, wenn Johanna reinkam, schneid mir doch nochmal die Haare. Das habe ich doch gestern schon gemacht. Na komm, noch mal ein bisschen.
Es war ja mein Vater auch mit Haaren gesegnet bis zum Ende. Und ihm war das wichtig. Er achtete sehr auf sein Aussehen und auch auf sein Ansehen, was für uns als Familie nicht immer einfach war. Aber im zunehmenden Alter wurde er da Gott sei Dank auch entspannter. Geld. Der nächste Punkt auf der Liste. Wofür steht das? Sie steht für Papas Großzügigkeit. Also jeder, der zu uns nach Hause kam, der ging mindestens mit 10 frischen Eiern, 3 Salatköpfen, 1 Kilo Tomate und 5 Gurken. Er hat immer gerne gegeben und geteilt, gegenüber Familie, Kinder, Enkel ganz stark, aber am Ende gegenüber allen Menschen. Geiz war ihm fern davon. Ich weiß, wie er manchmal gesagt hat, Junge, ich habe eine Beerdigung gehalten, eine Stunde von hier. Er war ja immer ehrenamtlich. Und ich bin hingefahren, ich habe vorbereitet, ich habe gepredigt, eine Stunde. Meinst du, ihr hattet jemand 5 Euro dafür gegeben? So sagt er, Martin, wer nie geizig. Sondern gib gerne. Mein Vater war ein leuchtendes Beispiel dafür. Immer hat er uns geschenkt. Und wenn ich morgens meinen ersten Kaffee getrunken habe, dann stand da und sagte, Matte, ich will mehr Salat. Ich so, Vater, ich habe doch schon, egal, du brauchst mehr Salat. Ich so, na gut, hat meine Frau den Salat gegessen. Manuel und Sarah freuen sich über vernünftige Fenster. Susanne und Paul besitzen wohl das Haus mit den meist verbauten Meter Edelstahlrohren in Nordrhein-Westfalen. Rostet nicht, Junge. 10.000 Jahre Garantie. Schlüssel. Ihr Lieben, wenn ein Mensch einen Schlüssel zu den Herzen der Menschen hatte, dann war das mein Papa. Wenn er in die Gemeinde ging, es waren Gespräche, Gespräche. Er ging am liebsten vorher, um zu reden, und er blieb länger, um zu reden. Und er starb Sonntag, etwa 11:45. Das war eigentlich seine Lieblingszeit, wenn er mit den Menschen noch reden durfte. Mein Papa hatte einen Schlüssel zu eurem und zu meinem Herzen. Wenn man ihm begegnet, hat er immer gestrahlt. Immer. Er konnte nie lange böse sein. Er hat gerne vergeben. Oftmals hat er einfach vergeben, selbst ohne es zu sagen oder sowas. Es war einfach nicht seine Art, dauerhaft böse zu sein. Und beide hatten den Schlüssel für eine lange Ehe. Du, Mama und Papa. 55 Jahre, ein ganzes Leben zusammengehalten. Und wir wissen doch alle, dass mein Papa auch Ecken und Kanten hatte. Mit der Zeit des Lebens schliff das hier und da, wurden die Ecken und Kanten ein bisschen runder. Aber liebe Mama, was hast du investiert, gemacht, getan, geredet, geweint, geliebt, um diese Ecken und Kanten abzufedern? Wahnsinn. Papa wäre ohne dich nie diese prägende Persönlichkeit geworden, die er war. Während ich Kämpfe mit meinem Vater austrug, aufgrund der Rockmusik, hast du mir nachts heimlich die Haare geschoren für meinen Irokesenschnitt. Da schlief er schon. Ein Mann Gottes ist gegangen, eine Frau Gottes ist geblieben. Und ich wünsche dir, Mama, dass du die kommenden Jahre trotzdem genießen kannst. Jetzt kannst du endlich mal was anderes als Kartoffeln essen. Und selbst das Steak darf ein bisschen blutig sein. Da komme ich dann dazu.
Liebe Emilia, lieber Karl, lieber Joel, Joana, Jolien, Milena, er hatte immer den richtigen Schlüssel zu eurem Herzen. Er hat euch unfassbar geliebt und wir wissen alle, dass das stimmt, was er gesagt hat. Auch ganz besonders zu dir, Leon, den er sehr in sein Herz geschlossen hat, dass ihr ihn wiedersehen werdet und ihr hattet einen ganz großartigen Opa. Das Portemonnaie. Und da er ja beides in der Aufzählung hatte, Geld und Portemonnaie, ging es beim Portemonnaie weniger um das Geld, als vielmehr um den Personalausweis. Der Ausweis, um sich zu identifizieren. Seine ganze Identität fand er in Jesus. Und wisst ihr, das Schöne ist, auf seinem Personalausweis steht eine neue Adresse. Er ist jetzt in der Herrlichkeit Gottes. Wir haben darüber geredet, ob er zuguckt irgendwie. Ich denke, Mensch, da gibt es doch Besseres in der Herrlichkeit, als uns Menschen zuzuschauen oder zuzuhören. Wir wissen es nicht, aber was wir wissen ist, dass sein Personalausweis eine neue Adresse hat und dass uns das als Familie so freut und so fröhlich macht und so getragen hat und uns auch als Familie noch fester zusammengeführt hat, das zu sehen. Und deshalb darf ich dich ganz im Sinne meines Vaters am Ende fragen, welche Adresse wird einmal am Ende in deinem Personalausweis stehen? Du musst jetzt hingehen und den Personalausweis ändern lassen. Welche Adresse wird dort stehen? Psalm 90, Vers 12. Lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir haben mit der ganzen Familie Tag und Nacht, jede Sekunde am Bett meines Vaters gesessen und gestanden und wir haben alle gesehen, hier geht ein kluger Mann. Er kannte seine Zieladresse, denn Sterben war sein Gewinn. Hast du Angst, Papa? Nein. 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 Nein.